bitches, accolades, got Will son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, to how I've been here 10 hours. Servus Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid zu einem neuen Tabak Review. Ihr seid schon richtig, ihr seid nicht bei der Shisha WG gelandet, sondern Mr. True Passion ist am Start und heute dreht sich alles um eine von drei winterlichen Sorten. Und zwar geht es heute um den Schoki. Das Ganze soll sein Schokolade mit Haselnuss. Und dann kommen wir mal zum Schnitt. Und ihr habt einen typischen Cavaliers-Schnitt am Start. Geht mir in die grobe Art. Und die Molasse gut eingezogen. Dann kommen wir mal zum Geruch. Und ihr habt auf jeden Fall eine richtig geile Schokoladennote am Start, die mehr so in diese Vollmilch, also in diese süßliche Schokoladenrichtung geht. Die Haselnuss kommt gut raus, auf manchen Portalen habe ich irgendwie gelesen, soll noch Zimt drin sein, habe ich jetzt nicht rausgerochen. Und dann kommen wir mal zu Rauchen und dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. She snuck into my section, yeah. You think I learned my lesson, yeah. Und ihr seht schon, das Ganze raucht wieder mal tipptopp. Und zum Geschmack kann ich sagen, ihr habt eine richtig angenehme, leckere Schokoladennote am Start, gepaart mit diesen richtig intensiven Haselnüssen, die dabei sind. Von dieser Zimtnote habe ich weder was rausgerochen, noch habe ich jetzt was rausgeschmeckt. Also wird da wahrscheinlich auch gar kein Zimt drin sein. Kein Blatt, was sie da reinschreiben, was da drin sein soll. Und dann im Endeffekt ist es dann doch nicht drin. Aber ich bin froh drum, weil ich glaube, Zimt würde jetzt da nicht richtig reinpassen. Erinnert mich ein bisschen auf jeden Fall an diese Kinder-Schokobons. Habt den auch mal geraucht mit Milch in der Bohne und da habt ihr auch mehr diesen cremigen Touch dabei. Also das Gadget könnt ihr euch gerne mal geben mit Milch in der Bohne, gerade wenn ihr den Tabak mal rauchen wollt. Jetzt wird eh wärmer, dann kann man den Tabak eh nicht mehr so oft rauchen, weil dann mehr diese fruchtigen Tabaks wahrscheinlich mehr in den Kopf landen werden, aber den kann man safe rauchen und deswegen gibt es auch von mir eine ganz klare Kauf- und Probierempfehlung. Verträgt auch ordentlich Hitze, raucht einfach top, der ist ganz. Das Ganze drückt nicht, das Ganze kratzt nicht, ist einfach optimal zu rauchen. Hab jetzt schon mehrere Schokoladenflavor geraucht und bei den meisten habe ich Kopfschmerzen bekommen. Hab den auch in verschiedenen Setups extra mal geraucht, aber bei jedem Setup irgendwie dasselbe Spiel, Kopfschmerzen pur. Das habt ihr bei dem Tabak hier nicht, den könnt ihr locker rauchen. Deswegen 16,90 € sind da gut investiert, gerade für die Leute, die mal Schokolade probieren wollen. Den könnt ihr euch sehr freuen, von mir eine ganz klare Kauf- und Probierempfehlung. Den könnt ihr sehr holen, dann macht ihr nichts falsch, könnt ihr auch locker in der Dose hier drinnen lagern, dann wisst ihr ja schon Bescheid, die sind dicht, die Dosen, und ja, auf jeden Fall dichter wie der Kollege hier, der pennt ja weg und lässt mich alleine das Review machen. Was ist los mit dir? Wie gesagt, dann bin ich auch schon wieder raus, wünsche euch da draußen auf jeden Fall noch einen guten Rauch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir, und dann war es auch schon wieder, wünsche euch da draußen noch einen guten Rauch und nicht vergessen, gönnt euch den Tabak mal. Bis dann Leute, ciao! Hello from the other side. I must have called 1,000 times.